Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, der Maxi. Ihr seht, ich habe hier den Rex so halb versucht einzubauen. Also wirklich glücklich bin ich damit noch nicht. Und aus irgendeinem Grund ist hier gerade alles weg. Im Chat steht auch nichts von Wild Dino Kill. Okay, da drüben ist noch Fire Tilakuleo. Die kämpfen immer mit den Tilakuleos, habe ich so das Gefühl. Das ist allerdings auch ein Feuer-Rex, so wie es aussieht. Da ist noch ein Poison-Rex. Und natürlich der Indominus, der sich dann gerne mit einmischt. Okay, hier hatten wir ein Kano. Und ich hoffe, dass die vielleicht auch Herzen und Prime und sowas geben. Ja, das sieht sehr gut aus. Aber halt nicht viel Prime. Ja gut, da muss ich halt wahrscheinlich so ein paar Pferde und sowas, also diese großen Viecher mal killen. Da ist schon wieder einen Indominus betäubt. Was machen die denn immer? Aber okay, lieber ein Betäubter als einer, der hier Amok läuft bei mir. Oh mein Gott, die sind relativ nah dran. Krass. Hier liegt auch jemand. Eternal Rex. Ein ganz normaler. Jo, weg damit, ne? Würde ich mal sagen. Nein, 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 nein. Hoch, 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 hoch. Oh mein Gott. Das wäre jetzt Mist geworden. Das wäre jetzt riesiger Mist geworden. Lass mal sehen. Ich kann da so eine Bombe runterwerfen. Matschbombe. Genau, und da verliert er nämlich Leben. Zwar nicht viel, aber immerhin, ne? Und ist auch ein bisschen langsamer. Vielleicht kann ich den mal etwas hier weglocken. Das wäre, denke ich, nicht ganz schlecht. Ja, da ist er rot auf mich. Sehr gut. Komm mal hierher, mein Guter. Muss ich nur aufpassen, wo ich jetzt mit dem wirklich hinfliege. Was ist das hier? Eine Schlange. Eine niedliche kleine Schlange. Und zack, genau, da ist er runtergefallen. Sehr gut, genau, das war mein Plan. Hier wimmelt's nur so von den Dominussen, also das ist echt heftig. Genau, und da seht ihr noch mehr Rexe. Hier ist halt wirklich das Rex-Gebiet. Bringt mir aber nichts, denn ich brauche Fleisch. Oh mein Gott, der frisst es doch. Muss ich aufpassen. So. Denn wir müssen so schnell wie möglich Fleisch sammeln und auch dann mit dem Dilo wieder hingehen und nachbetäuben. Verdammt, das ist echt. Also ich finde es gut, dass es nicht so einfach ist, den Rex zu zähmen, aber ist halt logischerweise auch dann jetzt schwierig, ne? Aber Freunde, kriegen wir hin. Kriegen wir irgendwie alles hin. Komm. Zack. Batz. Sehr gut. Wieder ein Dino-Herz. Und ein bisschen Prime. Aber noch lange nicht genug. Den Lava-Golem lassen wir einfach schlafen. Was bist du? Ein ganz normaler Eternal Rex? Na dann. Oh Mist. Hat der Angriff nicht wirklich geklappt? Oh mein Gott, da ist ja gleich wieder was Neues erschienen. Gar kein Prime gegeben. Nee, gar nichts. Okay. Alpha Corrupted, was? Alpha Corrupted Rex, okay. Krass. Aber ich mache mit dem Caustic auf jeden Fall mehr Schaden und schneller Schaden als mit dem Electric. Ich muss jetzt halt echt aufpassen, dass ich nicht zu lange hier mit dem Zeit verbringen. Einfach auch, weil ich den anderen dann nachbetäuben muss. Oh mein Gott. Wendekreis, Wendekreis. Ach, komm schon. Ja. Sehr gut. Da gab es wieder ein bisschen was. Ich muss erstmal zurück zu meinem Rex. Und den Dilo herholen. Ich will den halt nicht dort stehen lassen.
Unbedingt beim Rex den Dilo. Wo ist der Rex? Da drüben. Ja, was ist da? Hat er sich gerade wieder hingelegt. Super. Und da ist auch direkt in den Dominos. Gar nicht mal so gut. So, jetzt nix. Hin und her. Das müssen wir jetzt erstmal so weit durchziehen. Oh mein Gott, habe ich überhaupt Prime bekommen? Ja. Das gab jetzt auch mal ein bisschen mehr Prime. Das ist sehr gut. So, dich mal aus dem Weg schaffen. So, und dich nehme ich jetzt mit. Prime habe ich im Inventar. Das ist sehr gut. Kann ich ihm das dann vielleicht gleich geben? Okay. Da ist der Indominus. Ah, das ist halt echt schlecht hier mit dem Rex. Ja, nur an einer bestimmten Stelle treffe ich ihn. Und kann halt dann wirklich nachbetäuben. Okay, ja, ich muss wieder warten, bis es abgeklungen ist, sonst wirkt es nicht wirklich. Verdammt. Mensch, da haben wir uns eine Aufgabe gestellt. Eternal Prime Meat würde ja nur 6 Stück brauchen. Dafür brauche ich allerdings noch mehr Herzen. Sollten wir das schaffen, oder? Mal nach hinten gucken. Na, alles gut. Oder? Hinten oben. Oh mein Gott, Leute. Steht man echt ein bisschen unter Adrenalin hier. Ja, genau. Jetzt spoilt das Fleisch schon, oder was? Ach, Mann. Und ihr seht, 322 Prime-Fleisch bräuchte der. Das heißt, da müssten wir noch ein bisschen was sammeln. Aber ihr habt ja gesehen, hier taucht immer mal was Neues auf. Von daher dürfte das gar nicht so das Problem sein jetzt. Ah, oh, das war fast zu früh. Hä, wie schnell verdirbt denn das? Hä? So, das zeigt es wahrscheinlich immer wieder an. Okay. Schnell wechseln. Das ist halt auch so nervig, aber das ist mir hier zu unsicher. Ich glaube nämlich auch nicht, dass den Indominus so eine Steinmauer interessiert. Noch dazu, wenn sie kaum zu ist. Hast du noch was Nützliches? Nö. Okay. Dann wieder zurück. Ich will jetzt halt auch nichts unbedingt reintun. Aus dem einfachen Grund, sollte es doch schief gehen, habe ich dann wenigstens nichts weiter verschwendet. Hier sind die nur Herzen und so ein Spaß. Sehr gut. Small Experience Potion. Okay, wir müssen jetzt wirklich so schnell wie möglich hier weiter sammeln und scouten und gucken, wo Dinos sind. Vorzugsweise halt Eternal Dinos. Elemental Fire Rex. Wenn dieser Poison Rex nicht in der Nähe wäre, dann wäre das ja in Ordnung. Aber so. Okay, dich kann ich killen. Du schläfst hier so schön. Ah, bestimmt von dem Lightning Rex. Okay, du hast aber auch keinen Prime gegeben. Das war ja jetzt sehr sinnvoll. Hier irgendwo Dinos, die Prime geben. Das ist ein Basilisk. Bringt mir aber auch nicht so viel. Und sonst waren hier immer mal Brontos oder irgendein Spaß. Eternal Caposuchus. Why not? Okay. Mit Prime war das jetzt auch nichts. Mann, das gibt's doch nicht. Gibt es doch nicht. Ah, ein Poison. Du bist ein Prime Rex. Na gut. Na, kannst du irgendwas? Wahrscheinlich den Kentro anzünden. Oh mein Gott, der betäubt. Verdammt. Das ist ja schlecht. Oder ist es ein Poison Kentro?
Das war ein Poison Kentro. Gut, okay. Alles klar, dann war es nicht der Rex, der mich vergiftet hat. Der zündet mich lediglich an. Und Acid. Oh Gott. Ah nee, der hat Acid. Ich dachte gerade schon. Schnell! Was sollte das denn? Flieg doch einfach. Das war ja jetzt fies. Den will ich jetzt aber killen, Leute. Flieg, 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 flieg. Um Himmels Willen. Ich will jetzt hier nicht, dass mein Greif dabei drauf geht. Aber, ja, Tatsache, wir haben ihn. Sehr gut. 12 Prime Meat. Als ob. Wir bekommen hier echt nichts von diesen Eternal-Viechern. Das ist ja Mist. Das ist echt Mist. Dass sie kaum irgendwas an Prime oder sowas geben. Da drüben dürfte mein Rex liegen. Ich schau nochmal eben. Da ist der Indominus. Oh mein Gott. Das ist doch Mist. Hua. Oh, der liegt noch dort. Ja. Immerhin ein bisschen Prime. Das sammle ich jetzt. Reicht mir aber noch nicht. Und ich muss mal zum Rex gucken. Ja, der hat sich jetzt hingelegt. Verdammt, verdammt. Seht ihr, Leute, warum das manchmal in die Hose gehen könnte? Gott. Kann ich es riskieren, den jetzt anzugreifen? Den müsste ich angreifen. Alter. Also der muss auf jeden Fall hier weg. Lauf, lauf. Uah, da kam noch ein Elektrovieh. Was ist ja gerade das Elektrovieh? Oh Gott. Ja, weg hier. Aber okay, die zwei sind mit sich beschäftigt. Was ist da denn jetzt? Ein Phony Dragon. Du hast hier mal gar nichts zu suchen, Kollege. Oh nein, jetzt hängt's. Ah, nö. Nein. Nein. Bitte nicht. Ja, bitte folg mir. Ja, bitte folg mir weiter. Oh, als ob. Hoffentlich hat er denn nicht getroffen. Gut, okay, der hat sich abgelenkt. Weil das auch wieder geleckt hat. Och, nö. Sonst hätte ich den jetzt hier easy gekillt im Vorbeifliegen. Gott, wie geht's dir? Okay, er scheint ihn nicht getroffen zu haben. Ich muss jetzt nochmal kurz hier schauen. Oh, Mist. Ich brauche unbedingt Fleisch. Aber hier ist nichts weiter. Hier wäre noch ein Rex. Nur Rexe bringen halt hier gar nicht mal so viel, wie sie eigentlich bringen sollten. So. An Prime. Gut, okay. Dann war da jetzt noch ein U-Tyrannus, richtig? Ja, richtig. Leben? Ja, sehr gut. Der gab hoffentlich auch ein bisschen Prime. Sehr gut. Vielleicht können wir das auch so hinkriegen. Komm. Dass wir einfach zack und Prime, dass wir so ein bisschen Fleisch herstellen können, was der Rex eigentlich braucht. Denn ich habe ja jetzt gut was gesammelt. Wir werden jetzt hier hingehen.
dann nach Hause. Den Dilo holen. Hoffen, dass von dort keiner angreift. Beziehungsweise nee, ich hole einfach. Oh verdammt, der ist ganz schön nah dran. Ich nehme mir einfach irgendwelches Narkotik mit. So, Leute. Ach. Komm schon. Okay. So, und jetzt schauen wir mal Miet. Das wäre das, was wir brauchen. 6 Stück brauchen wir, glaube ich. 1 können wir machen. Ja, geil. Das bringt ja richtig viel. Weil... Mist. Potions. Nee, ich will eigentlich Poison Eraser. Nee. Hä? Na. Ja, Narkotik. Gibt's davon Eternal Nix weiter, okay. Gut, hier haben wir noch Toxic Narcotic. Das sollte auch helfen. Ist hier noch irgendwo Prime? Denn der hat doch welches gezogen. Oh, Prime Meat. Och, als ob. Okay, wir haben genug Fleisch. Ich habe was zum Betäuben. Ich nehme jetzt trotzdem meinen Greif. So. Denn dann kann ich auch zur Not mal schnell noch weg. Fliegen. Sollte der Rex jetzt da sein? Okay. Okay. Es wird echt immer gefährlicher hier. Hoffentlich wirkt das Narkotik. Ein bisschen. Okay, zack. Zack. Ich werde den Dilo holen, Leute. Nützt alles nichts. Oh mein Gott. Ja, komm mit. Komm mit, Rex. Los, kommt her. Ja, kommt zu mir. Ja, kommt mit. Ich darf mich nur nicht schnappen lassen. Von den beiden. Los, komm runter. Los. Ja, runter. Sehr gut. Wo ist jetzt der andere? Hier. Komm schon. Knappe Sache. So. Sitz. Genau, und jetzt sieht er mich. Und runter mit dir. Ja, sehr gut. Denn da kommen die theoretisch nicht mehr hoch. Okay. Aber schnell. Was taucht denn hier immer auf? Leute. Verdammt. Oh nein. Oh nein. Habt ihr das gesehen? Ich muss mich beeilen. Oh, verdammt. Leute, dieser Rex, ne? Bis wir den mal haben und ohne Mist, wenn wir den haben, wehe, dem passiert irgendwann mal was. Ich glaube dann... So, komm hier. Ja, alles gut. Komm, weg hier. Oh Gott. Fragt sich halt nur wohin, ne? Ja, der kriegt ordentlich Topor, das ist sehr gut. So, und dann müsste er liegen. Ja, das steigt jetzt exponentiell. So. Der legt sich dann irgendwo hin und ich kill den nachher. Gott, hier muss ich mich jetzt beeilen. Schneller. So, los. Nein. Nicht getroffen, nicht getroffen. Ja. Oh Gott. Leute, wie knapp war das denn jetzt bitte? Und seht ihr, das passiert, wenn er dann das Prime, also dieses richtige Fleisch frisst, was er eigentlich braucht.
dann steigt das Taming halt super schnell an. Und das passiert, wenn er nur Prime-Fleisch frisst. Wenn der wenigstens hintereinander weg alles immer fressen würde. Aber der hat immer mal so Fressphasen und dann wieder nicht, wie halt der Dilo. Wie der Dilo und wie dann auch der Lightning Griffin. Da kann man dann nicht viel dagegen machen. So ein Mist. Aber ist okay. Gerade hat er eine gute Fressphase. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie, Leute, den zu zähmen. Und ich hoffe, der ist es auch wert. Stellt euch mal vor, das ist dann übelster Lobob. Und da haben wir hier, keine Ahnung, die nächste Folge wird bestimmt auch noch den Rex betreffen. 3 Folgen lang hier so ein Rex gezähmt und dann ist das gar nicht wert. Das wäre es eigentlich. Das wäre richtig heftig. Aber momentan, ich bin voller Hoffnung, Leute. Zack. Okay, jetzt ist er erstmal wieder betäubt. Dann schnappe ich mir jetzt den da drüben mal. In der Hoffnung, dass ich den irgendwie klein krieg. Das dauert ewig. Ich sollte... Ja gut, das bringt halt einfach nur mehr Torpor. Ich hole einfach meinen Greif und fertig ist. Zack, Leute. Da ist der Greif. Oh, Leute, dieses Hin- und Hergewechsel. Ohne Mist. Falls ihr noch eine andere Methode habt, wie das Zähmen da schneller funktioniert, natürlich mit dem Fleisch, ist klar. Aber wenn es da noch eine andere Möglichkeit gibt, dann schreibt es mir gern unten in die Kommentare, damit wir beim nächsten nicht so ewig hier stehen und den versuchen zu zähmen. Für heute war es das erstmal. Ich hoffe, ich kann den Rex bis zur nächsten Folge lebend hier erhalten. Aber ich denke schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid noch mit Spannung dabei. Ich auf jeden Fall. Ich bin total auch angespannt, ob das hier alles so klappt, wie es soll. Ich hoffe es, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.